Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich, dass wir hier in der Arena jetzt das Beste zeigen können, was es im Augenblick überhaupt auf dem Kontinent gibt. Und wir haben Amerikaner hergeholt und wir werden Kämpfe zeigen. Amerika, USA gegen Europa. Und sie werden wirklich das Beste sehen. Und Leistung im Ring ist immer noch das Erste, was zählt. Und danach natürlich die Show, die dabei sein muss. Und letztendlich wollen wir das hier im Ring haben. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefällt. Ich freue mich, wenn Sie die spannenden Kämpfe miterleben können. Ihr Peter William. Ja, meine Damen und Herren, liebe Catch-Fans, und da sind wir mitten im Ring geschehen. Und da wird schon die erste Flagge hochgezeigt. Man will natürlich Europa siegen sehen in diesem Kampf. Europa gegen US-Amerika. Und die Europäer werden gezeigt. Und jetzt hier die US-Amerikaner. Einmal Fuji Yamaha, der Japaner, der jetzt in New York lebt. Auf der US-Seite und mit ihm wird als nächster angesagt der Harlem Destroyer, der farbige Ringer aus New York, Larry Cameron, dieser Supermodellathlet, wie man hier sieht, und ein sehr guter Ringer. Und natürlich als letzter in diesem Team, der schwerste Ringer in diesem Kampf, das ist Bruiser Mastino. Bruiser Mastino aus Nebraska, USA. Er kommt normalerweise bei seinen Einzelkämpfen immer mit der US-Flagge in den Ring. Er sagt, was aus Amerika kommt, was die Vereinigten Staaten an Ringern rüberschicken, das sind die Besten und das will er immer wieder beweisen. Und diese US-Mannschaft kämpft jetzt gegen Europa. Der Bremer Eddie Steinblock. 127 Kilo hat er jetzt. Wirklich austrainiert in diesem Jahr. Eddie Steinblock mit seinen beiden Teamkampfpartnern. Einmal Kaurov, der hier in Hannover wohnt. Kaurov, den man den Garbsener Dampfhammer nennt. Und der viele seiner Kämpfe mit diesem Dampfhammerschlag, mit diesem Unterarmschlag entscheidend beendet hat. Und natürlich, last but not least, jubelt begrüßt hier Rambo, der CBA-Weltmeister im Superschwergewicht. Europa gegen die USA. Und Bruiser Mastino wird diesen Kampf wohl eröffnen. Jedenfalls stellt er sich bereits fast zum Kampf. Harlem Destroyer, ein guter Showman außerdem, der dem Publikum immer wieder zeigt, ich bin der Beste. Er ist in Harlem, New York aufgewachsen, hat angefangen dann in den Vereinigten Staaten auf dem College als American Football Player, ist dann zum Wrestling gekommen, hat zwischendurch den Titel eines Mr. America erlangt. Und jetzt Bruiser Mastino, 180 Kilo. Dieser Mann erinnert natürlich an einen Big Otto Wanz in seinen besten Zeiten. 24 Jahre ist er, Bruiser Mastino, der jetzt mit Kaurov diesen Kampf eröffnet. Und mit einem Unterarmschlag. Ja, das sind die Schläge, da sind natürlich 180 Kilo hinter. Das sieht manchmal so leicht aus, aber da ist Dampf hinter. Kaurov, der hier natürlich in Hannover einen besonderen Status genießt, denn überall auf der Welt in den Arenen ist das Publikum gegen ihn, gegen den staatenlosen Kaurov. Aber hier in Hannover ist er ja aufgewachsen und deswegen ruft man hier Kaurov, Kaurov und will ihn siegen sehen. Deswegen ist er auch in der europäischen Mannschaft mit und muss hier gegen Bruiser Mastino gleich den Kampf eröffnen. Kaurov nimmt jetzt Bruiser Mastino und Bruiser Mastino bringt Kaurov zur anderen Seite. Aber da ist noch nichts passiert. Und hier ein Tackle. Da bleibt der Mastino natürlich stehen. Da ist überhaupt keine Chance. Aber jetzt kommen beide. Da kommt Rambo mit rein. Und Kaurov.
Und Breide bringen natürlich mit dieser doppelten Clothesline Brusa Mastino zu Boden. Ja, das war die erste große Aktion in diesem Kampf Europa gegen US-Amerika. Man belauert sich hier noch ein bisschen. Und Eddie Steinblock will natürlich jetzt auch das Publikum hinter sich haben. Und das ist der Fall. Eddie ruft man da. Und er muss jetzt beweisen, ob er den Harlem Destroyer hier besiegen kann. Harlem Destroyer jetzt am Seil, was ja nicht erlaubt ist. Beide belauern sich jetzt. Wieder Referee Holt in der Mitte des Ringes. Und zurück zum Seil. Da wird gewechselt. Ringrichter dieses Kampfes ist Didier Gap aus Paris, der hoffentlich bei diesem Kampf 3 gegen 3, bei diesem K.O.-Catch den Überblick behält. Ja. Und da geht es zur Sache. Der Harlem Destroyer. Einmal dieser Schlag ins Genick von Eddie Steinblock. Und dann kommt dieser Headbutt, dieser Kopfstoß hinterher. Und jetzt die Projektion rüber zur anderen Seite. Und der Ellbogen und Eddie Steinblock muss zu Boden gehen. Wird angezählt hier von Didier Gap. Und der Schwitzkasten wieder. Side Headlock von der Seite dieser Schwitzkasten. Und jetzt wird Eddie Steinblock von den drei US-Amerikanern bearbeitet in der Ecke. Ja, das ist das Besondere an diesen Teamkämpfen, dass man natürlich bis an die Grenzen des Erlaubten geht. Und Kaurov will jetzt rüber, wird von Didier Gap zurückgeschickt. Da ist die erste gelbe Karte bereits. Eine Verwarnung für Kaurov. Und jetzt geht Didier Gap rüber und Eddie Steinblock wird zur Mitte gebracht. Natürlich, jetzt hat er schon einiges einstecken müssen. Bringt jetzt aber den Japaner rüber zur anderen Seite und mit einer Clothesline zu Boden. Und jetzt schnell abgelöst. Ja, das ist die Technik bei diesen Teamkämpfen. Liebe Fans, Sie wissen es. Man muss tatsächlich in dem Augenblick, wo man die Überhand gewonnen hat, wo man seine gesamte Kondition ausgespielt hat, da muss man ablösen. Das ist das Beste, was man tun kann. Jetzt die Projektion zur Ecke und die Clothesline in die Ecke rein von Rambo. Vom CBA-Weltmeister im Superschwergewicht. Rambo, der jetzt in Japan gewesen ist, große Triumphe dort gefeiert hat und den man wieder haben will, der aber bei der CBA-Tournee natürlich das gesamte Jahr im deutschsprachigen Raum sein wird und seinen Titel hoffentlich nicht nur einmal, sondern mehrmals verteidigen muss hier. Denn es werden schwere Brocken auf ihn warten dieses Jahr. Jetzt Yamaha und Kaurov im Ring. Kaurov bringt Yamaha zur Ecke, aber das hätte er nicht tun sollen, denn er ist in der falschen Ecke, er ist ja drüben bei den US-Amerikanern. Side Headlock jetzt auf Kaurov von Brusa Mastino. Ah, da kann er sich schlecht befreien. Da kann er sich schlecht befreien, dieser Brusa Mastino. Ein Kraftpaket. Und er sieht aus wie ein ruhiger, tapsiger Bär. Aber Sie werden es immer wieder merken, liebe Fans, wenn dieser Brusa Mastino explodiert, da ist alle Kraft hinter und sogar Schnelligkeit, Projektion, und da lässt er sich aus dem Ringseil zurückfedern auf Kaurov mit einem Tackle und Kaurov wird angezählt. Ja, jetzt sieht es bitter aus für Kaurov. Da muss er diese Schläge ins Genick nehmen. Das raubt natürlich die Kondition. Kaurov wird angezählt, liegt oben, versucht, liegt unten auf dem Boden, versucht ein bisschen Luft zu kriegen und wird hochgenommen, Body Slam. Und da kommt Brusa Mastino mit einem Elbow Drop, mit dem Ellbogen und seinem gesamten Gewicht auf den Gegner. Und gleich noch einmal zurück zur Ecke. Ja, das machen sie gut, die Amerikaner. Immer am Rande der Legalität. Aber der Gegner wird natürlich hier ausgepowert. Und wieder abgelöst in der US-Ecke. Da geht Yamaha in den Ring. Und immer der Frischere, der im Ring der ist, der bearbeitet natürlich jetzt den Gegner. Headbutt auf Kaurov, Kopfstoß. Da geht der Japaner runter mit einem Würgegriff. Yamaha.
Jetzt müsste Kaurov natürlich versuchen, in seiner Ecke abzulösen. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, glaube ich, um hier einen ersten Niederschlag. Der Niederschlag ist bereits erfolgt. Aber die erste Niederlage für das europäische Team deutet sich ja hier an, wenn Kaurov im Ring bleibt. Und die Projektion jetzt wieder rüber. Und dann kommt der Japaner mit dem Chop hinterher. Dafür sind sie ja die Spezialisten, diese Handkantenschläge. Und noch einmal rüber zur anderen Seite. Aber da kann Kaurov wechseln. Und nimmt den Japaner hoch zu einem Body Slam. Er wird angezählt von Didier Gap aus Paris. Und noch einmal die Projektion. Und dann kommt der Hüftwurf und da wird gezählt. 1, 2, 3. Und das war das Ende für Fujiyama. Fujiyama muss damit aus dem Ring. Ja, da hat man natürlich wieder gesehen, dass Kaurov natürlich mit allem Wasser gewaschen ist. Ich habe fast geglaubt, dass für ihn damit die Niederlage kommt. Und dann kommt dieser Wechsel in der Projektion, wo er sein Gewicht mit reinlegt, den Gegner rüberschickt. Einmal den Body Slam und hinterher gleich den Hüftwurf. Und jetzt muss er schon wieder ran gegen Bruza Mastino. Fujiyama musste bereits den Ring verlassen, denn es ist ja K.O.-Catch, 3 gegen 3. Jeweils der besiegte Ringer muss den Bereich des Ringes verlassen. Die Unterarmschläge von Kaurov und jetzt löst er ab, Gott sei Dank, denn da hat er jetzt wirklich lange Zeit im Ring gestanden. Und wer ist drin? Das ist natürlich interessant. Bruza Mastino, 180 Kilo, gegen den CBA-Weltmeister im Superschwergewicht. Side-Headlock jetzt, da bringt Mastino seinen Gegner zum Seil und rüber in die andere, auf die andere Seite. Der Tackle. Ja, Rambo. Rambo sollte sich da nicht auf diese Tackles einlassen. Das sind 180 Kilo. Und stark ist er, dieser Bruza Mastino. Rambo sollte sich hier besinnen. Er kann ringen. Er hat Kondition. Er hat es immer wieder bewiesen. Und wird hier natürlich angefeuert in Hannover. Kommt von der anderen Seite. Oh nein, nein. 180 Kilo. Und er schafft es. Da kommt dieser Hüftwurf. 180 Kilo. Ja, welche Dynamik steckt dahinter. Da sieht man, was die Qualität des Weltmeisters im Superschwergewicht ausmacht. Und Eddie Steinblock sollte jetzt das gleiche versuchen. Aber er wird gestoppt. Er wird gestoppt. Und Bruza Mastino schlägt zu, diese harten Schläge ins Genick des Gegners. Das rüttelt einen Ringer natürlich durch. Jetzt kommt die Projektion zur anderen Seite. Und der Tackle. Aber Eddie bleibt stehen. Kommt Eddie von der anderen Seite. Taucht unten durch. Eine Kampfhandlung am Seil. Jetzt noch einmal unter durchgetaucht. Und dann springt er quer und wird aber von Bruza Mastino abgefangen und gepinnt. Das ist die Schulterfesselung und Bruza Mastino clever hat er gleichzeitig noch das Bein von Eddie Steinblock mitgenommen und dieser konnte sich wirklich nicht mehr bewegen. Er muss damit auch den Bereich des Ringes verlassen. Bruza Mastino hat Eddie Steinblock in diesem K.O.-Catch besiegt. Und damit muss CBA-Weltmeister im Superschwergewicht Rambo jetzt antreten gegen den einen US-Amerikaner. Er mit Kaurov. Und jetzt wird sich zeigen, ob Taktik, ob Technik, ob Kondition oder Stärke hier entscheidet. Ja, das ist hier der Beginn der CBA-Saison. Dieser große Kampfabend in Hannovers größter Sport.
da wird man natürlich auf dem Schützenplatz in Hannover dann wieder das große Turnier im September und Oktober sehen, wo die Besten dieses Kampfabends natürlich bei sein werden. Oh, ein Big Otto, wie wir es nennen, ein spezieller Griff, eine spezielle Technik vom CBA-Weltmeister Big Otto Wanz, wenn er seine Gegner in der Ecke festgenagelt hatte und mit seinen 170 Kilo auf diese Gegner losgegangen ist. Jetzt, Kaurov muss aus dem Ring, Kaurov muss aus dem Ring und Rambo und The Harlem Destroyer kartieren jetzt den CBA-Weltmeister im Superschwergewicht. Rambo hier im Bedrängnis in der Ecke. Da muss doch der Schiedsrichter jetzt wieder rübergehen. Monsieur Gunn. In der anderen Ecke passiert etwas. Eine Unterhaltung hier mit Kaurov. Oh, da hat ja Bruce Amastino das Ablöseseil genommen und Rambo stranguliert. Ja, das nimmt natürlich die Luft. Da ist der Weltmeister jetzt vollkommen außer Atem. Und dann kommt der Ellbogen von der Harlem Destroyer von Larry Caporal. Rambo wird hier angezählt. Oh, das sieht bitter aus. Ablösen sollte er jetzt. Schnellstens zur Ecke. Spekulation jetzt. Oh, dieser Larry Caporal, er ist stark. Einer der Ringer, die sich am schnellsten im europäischen Ringkampf zurechtgefunden haben. Setzt sofort jetzt den Armhebel hier mit an. Rambo, der ja sowieso von den vorherigen Aktionen schon außer Atem ist. Das dürfte eine Aufgabe sein. Es ist ein Aufgabegriff. Und jetzt wird er angefeuert. Rambo, Rambo, Rambo ruft das Publikum hier. Ja, da baut er sich selbst auf. Feuert er sich selbst an. Wird schon wieder gestoppt. Dieser Superathlet Larry Caporal, wenn er seinen Griff angesetzt hat, diesen Armhebel, das ist ganz schwer rauszukommen. Rambo will, dass das Publikum weiter ihn anfeuert. Und sie sind hinter ihm. Ah, und da ist er raus. Mit letzter Kraftanstrengung diesen Hüftwurf. Kaurov muss rein und wird sofort von Larry Caporal gestoppt. Eine Projektion rüber zur anderen Seite. Kaurov rennt und durch. Dann kommt der Ellbogen hinterher und Larry Caporal setzt sich, legt sich auf und pinnt Kaurov. Da hat der Garbsener Dampfhammer ein paar Sekunden überhaupt nicht aufgepasst. Ist aus dieser Projektion heraus gegen den Ellbogen geflogen. Wahrscheinlich etwas sogar benommen noch. Ja, und Larry Caporal hat ihn abgedeckt und es war 1, 2, 3. Das ist natürlich gut für die Show vom Harlem Destroyer. Da will er dem Publikum zeigen, so geht es bei mir. So schnell und so gut bin ich. Und jetzt haben wir die Situation, dass die beiden US-Amerikaner antreten gegen CBA-Weltmeister im Superschwergewicht, Rambo. Aber der Franzose wird sich hier ganz, ganz teuer verkaufen. Ah, das, da hat man es gesehen, wie clever Larry Caporal ist. Sofort seine Gegner zur Ecke gepusht und jetzt natürlich dem Bruce Amastino übergeben. Er selbst kann wiederum Luftschöpfen, Bruce Amastino mit einem Tackle und dann kommt der Big Otto gleich hinterher und Rambo wird angezählt. Ja, 6, 7 und kommt trotzdem hoch. Oh mein Gott, 130 Kilo hat der CBA-Weltmeister und wird hier hochgenommen wie nichts von Bruce Amastino, der ja ausgeruht in diesen Kampf jetzt geht. Und schon wieder die Projektion rüber. Oh, dieser Side Suplex dürfte das Ende sein. Nein, 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 nein. Ja, liebe Fans, da
Das bringt mich auch etwas außer Atem jetzt. Und schon wieder abgelöst in der US-Ecke. Dann wird schnell noch mal ein paar illegale Griffe und Tritte hinterhergeschickt, damit Rambo weiter außer Atem kommt. Und noch einmal die Projektion. Und dann kommt dieser Flying Tackle vom Harlem Destroyer. Und schon wieder wird der CBA-Weltmeister angezählt. Neckdrop. Ganz hart und das? Nein, auch nicht. Er hält viel aus. Er hält unheimlich viel aus. Das hat er in verschiedenen Kämpfen bewiesen. In seinen Weltmeisterschaftskämpfen, wo man geglaubt hat, er verliert. Und dann doch mit dem zweiten Wind, mit einer weiteren Konditionssteigerung. Jetzt wird er von beiden US-Amerikanern rübergeschickt und der Double Elbow, ein doppelter Ellbogen, und Rambo muss zu Boden. Wird jetzt wahrscheinlich wieder ausgehoben. Ja, da kommt dieser Suplex von Bruce Amastino und dann noch ein Splash hinterher. Ja, meine Damen und Herren, und das dürfte das Ende sein, und es ist das Ende. Ja, der CBA-Weltmeister hat es versucht, hat alles versucht, seine Mannschaft hier zum Sieg zu bringen. Aber gegen zwei Amerikaner konnte auch er nicht mehr gewinnen. Und trotzdem...